Das Problem mit Cholerikern wie mir ist ja, dass wir auf jede bescheuerte Provokation reinfallen. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, mich nicht immer über alles so aufzuregen. Aber manchmal sind Provokationen so bösartig und perfide, dass ich sie nicht unwidersprochen stehen lassen kann und will. Vergleiche mit der Nazizeit beispielsweise haben diesbezüglich eigentlich immer ein Potenzial, mich aus der Fassung zu bringen. Um welche Provokation es mir heute geht und was eine Heldin meiner Kindheit damit zu tun hat, erfahrt ihr hier im Video. Bei Demonstrationen gegen die Maskenpflicht, die Abstandsregeln und andere Maßnahmen gegen das Coronavirus wurden jetzt mehrfach T-Shirts mit sogenannten Judensternen gesehen. Also Zeichen, die Menschen jüdischen Glaubens in der Zeit des Nationalsozialismus tragen mussten, um sie als wertlos zu brandmarken und zu diskriminieren. In der Nazizeit stand in dem Stern das Wort Jude geschrieben. Im Stern der Leute, die gegen die Corona-Schutzmaßnahmen demonstrieren, steht das Wort ungeimpft. Was das soll, erschließt sich mir nicht sofort. Denn was den verfluchten Virus angeht, sind wir ja leider alle ungeimpft, weil es keinen Impfstoff gibt. Ja. Eine besondere Kennzeichnungspflicht ist daher also nicht nötig. Nee, ist schon klar. Hier soll gesagt werden, dass alle Menschen, die etwas gegen das Impfen an sich, gegen die Maskenpflicht und gegen die Abstandsregeln und so weiter haben, Opfer sind. Opfer des Systems. Opfer von Angela Merkel, die ihnen ihre Freiheit wegnehmen und uns alle am Ende der Krise zwangsimpfen will. Opfer, wie damals die Juden Opfer des Nationalsozialismus waren. Ich verrate euch mal was. Ihr seid keine Opfer. Schon gar nicht wie die Juden im Nationalsozialismus. Warum? Weil euch niemand zwingt, mit einem Stern herumzulaufen. Das habt ihr euch selbst ausgesucht. Niemand verschleppt euch in Konzentrationslager, um euch und eure Familie dort zu foltern und zu ermorden. Nichts davon passiert euch. Deswegen verbietet sich aus Anstand und Respekt vor den Opfern des Nationalsozialismus jeder Vergleich mit diesen Menschen. Aber natürlich funktioniert eure Taktik, wie man an Trotteln wie mir sehen kann. Ihr wählt Symbole, die mit hundertprozentiger Sicherheit Aufruhr und Widerspruch erzeugen werden, um damit in die Zeitung und ins Fernsehen zu kommen oder in Social Media Reichweite zu kriegen. Eure maßlose Respektlosigkeit zwingt Typen wie mich dazu, darauf zu reagieren, weil wenn zu eurer Provokation nichts gesagt wird, dann verbucht ihr das als Zustimmung und habt dann auf diese Art und Weise gewonnen. Es ist eben leicht, in einem Spiel zu punkten, wenn man keinerlei Regeln und keinerlei Fairness kennt. Es wird euch freuen zu hören, dass eine Provokation mich fast noch mehr getroffen hat als die Sache mit dem Judenstern. Ein T-Shirt mit einem Bild von Anne Frank, auf dem steht: Anne Frank wäre bei uns. Weg mit den Ausgangssperren. Anne Frank ist eine Heldin meiner Kindheit. Sie musste sich 2 Jahre lang vor den verfluchten Nazis zusammen mit 7 anderen Personen in einem 50 Quadratmeter kleinen Hinterhaus verstecken. Die konnte die ganze Zeit gar nicht vor die Tür, nicht mal kurz zum Luftschnappen und schon gar nicht zum Demonstrieren, weil man sie sonst in ein KZ verschleppt und getötet hätte. Was leider am Ende dann doch passiert ist, da die Familie Frank an die Nazis verraten wurde. Deswegen ist auch das Schicksal von Anne Frank nicht mit den aktuellen Corona-Einschränkungen in Deutschland zu vergleichen. Überhaupt nicht. Wie man hier in einer echt guten Doku sehen kann. Jeder und jede kann gerne gegen die Maskenpflicht, das Kontaktverbot und alle anderen Beschränkungen sein und auch demonstrieren. Aber tut das mit Anstand und ohne das Leid anderer zu instrumentalisieren, wenn es irgendwie möglich ist.